Wann kommt dein neues Album, Hetchi? Mein neues Album sollte auf den Herbst oder im späteren Sommer, ich tendiere jetzt eher auf den Herbst, das Jahr erscheinen. Wenn alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Wir sind jetzt gerade mit einer Liveband dran, das heisst, wir suchen die Musiker, die sich ein bisschen einbringen in das Projekt und um es einfach noch ein bisschen musikalischer machen. Und ja, darum braucht es auch viel Zeit. Du schlägst neue Töne an, klingst poppiger als auch schon auf dem neuen Track. Ist aus dem Rapper Hedgehog nun doch noch ein Popsternchen geworden? Ich finde, poppig bin ich immer schon irgendwo gsi. Ich bin eh nie der Rapper gsi, so Battle-Rap-Zeugs. Ich habe gerne die musikalischen Einflüsse, habe gerne gesungene Refrains und ja, also Popsternchen. Jetzt nicht gerade, aber ja, mir macht das nichts, ich mache gerne auch Pop. Rap. Der offizielle EM-Song für kur.ch bedeutet viel mediale Aufmerksamkeit. Wie großer Fußballfan bist du überhaupt? Ja, lustig. Ich bin eigentlich mehr der Eishockey-Fan, wenn denn. Fußball ist nicht so meins. Das heisst, ich bin der 0815-Zuschauer, der mit den Fanli im Auto und ja, in der Arena sicher gehen wird und entspunden und dort mit Fan werden. Macht das aber wirklich nur zur EM und zur WM. Die Festivalsaison beginnt in wenigen Wochen. Wirst du dieses Jahr eher als Fan unterwegs sein oder könntest du dir noch ein, zwei Engagements angeln? Also wir sind natürlich sehr offen für Engagements. Das heisst, es darf sich jeder melden, wenn er das Gefühl hat, er hätte uns gerne zum Spielen. An einem Festival, ich werde an der Polenta Jam präsent sein, aber als Host und als betrunkener Gast. Aber ich glaube, dieses Jahr lassen wir es noch ein bisschen gemütlich angehen und nächstes Jahr wird das Ziel schon ein bisschen die grössere Festivalzeit. Herzlichen Dank, Hedgehog, für das Interview. Vielen Dank.